Hey und willkommen zu Let's Play StarCraft 2 im zweiten Match. Das erste haben wir ja haushoch verloren, weil ich mich so dumm angestellt habe wie so ein kleiner Kacknoob. Naja, gucken wir mal, ob das zweite Match besser wird. Du mich auch, GLHF. So, gucken wir mal. Ich erwarte diesmal, dass ich mich ein wenig besser anstelle. Das wird zumindest schön. Naja, ich habe ja mich ja auch total behindert angestellt. Aber es ist auch irgendwie, ich weiß nicht. Natürlich, es heißt wieder, Schimmel, du bist einfach schlecht, hör auf dich zu beschweren, aber ich beschwere mich jetzt trotzdem. Ich finde einfach, dass Silas zu OP sind. Verdammt, dafür, dass die nur doppelt so viel kosten, wie Zerglinge, kriegen die locker hin, 6 Zerglinge zu töten. Einer, glaube ich. Schafft es, 4 Stück zu töten? Ja. 4 schafft er auf jeden Fall, aber bin ich mir jetzt auch nicht 100% sicher. Trotzdem. Alter, OP-Scheiße. Ja, ich reg mich jetzt hier unnötig auf. Ich weiß, dass das Blizzard das Spiel ausbalanciert hat. Ich weiß. Aber trotzdem darf ich mich doch hier gefälligst aufregen. Mann. Was ist denn das für ein Land, in dem man sich nicht mehr aufregen darf? So. Bauen wir weiter. Und ich möchte gerne meinen Spawning Pool haben. Ja, gucken wir mal. Gucken wir mal. Und es wäre am besten, glaube ich, spannender, besser gewesen, hätten wir jetzt hier mal Roaches gehabt. Aber ich Schlauen habe ja keine gebaut, weil ich dumm bin. Statt Banelings hätte ich Roaches bauen müssen. Ich blöder Vollhorst. Aber naja, hör auf, dich über das andere Match zu beschweren. Konzentrier dich auf das hier, du verdammter Idiot. So, okay, gucken wir mal. Dieses Mal wird es besser laufen. Ich hab's im Gefühl. Ich fühle es. Ganz tief im Inneren meiner Seele. Ja, du mich auch. Ich brauch auch noch mehr Mineralien. Das Tolle ist aber auch, dass die Zerg irgendwie total scheiße sind, weil die Grundeinheiten der Terraner können Lufteinheiten angreifen. Marines können Lufteinheiten angreifen, ne? So, aber die Zerg, die müssen erst bis zum Dings, bis zur, entweder müssen sie Queens pumpen, bis zum geht nicht mehr, oder sie bauen sich Dings, Hydralisken. Und dann können die Lufteinheiten angreifen, ansonsten haben sie geschissen. Das ist so unfair eigentlich. Mann. Und trotzdem spiele ich Zerg. Bau den Scheiß lieber in die Economy rein. Und jetzt baue ich nur einfach nochmal ein, damit sich jeder weitere Mensch über mich beschweren kann. Klingt toll. Was haben wir da? Ein Rächer. Toll. Geh weg. Ich mag dich nicht. Queen, geh zurück. Geh zurück, Queen. Oh nee, er greift meine Base an. Fühlst du dich jetzt toll? Boah, dann halt sich mal eiskalt so hoch. Okay, haben wir ihn verjagt. Das lief ja total beschissen. Das ist ja geil, wie dreckig das Spiel jetzt schon wieder läuft. Boah, ich krieg einen weg, ey. Das ist doch zum Kotzen. Das ist doch zum Kotzen. Meistens, wenn ich spiele, ist es wirklich verwunderlich, ich gewinne. Aber wenn ich aufnehme, dann verkacke ich immer aus so. Immer. Wirklich. Wieso sehe ich hier alles? Oh. Aber der Overlord schwebt da oben drüber. Wieso sehe ich alles? Oh. Oh nee, ein Marine kommt. Der böse Killer Marine. Ich penne mal wieder. Ich penne mal die ganze Zeit hier alles rum. Und schaffe es nicht mal, ein vernünftiges Spiel zu leiten. Und ich habe noch nicht mal ein Gas. Was ist los mit mir? Ich bin so dreckig schlecht gerade, Mann. Was ist denn los? Wieso verkacke ich denn jetzt gerade so übertrieben? Ich bin so scheiße. Ich bin so schlecht.
Mann, ich schäme mich. Der Bunker ist wahrscheinlich voll. Komme ich nicht rein. Toll. Sehr dreckig. Ah, Mann. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Rette den Zergling! Rette ihn! Rette ihn! Nein! Nein, 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 nein! Haha, die haben den Zergling getötet. Ihr Schweine! Und den Zergling getötet. Ja, ich weiß, dass ich jetzt davon 4 Arbeiter hätte bauen können. Toll! Mann, ich kann. Das ist. Ja. Guck dir an, wie scheiße ich bin. Freut es dich? Fühlst du dich dann besser? Und das ist so dreckig, ey. Das ist alles so dreckig. Wenigstens baue ich, hab ich gerade Speed in der Erforschung. Mann, das lief gerade besser. Gerade lief's besser. Naja, gucken wir mal. Ich sollte langsam gucken, dass ich einen Bau kriege. Das wäre auch ganz nice. Okay. Gas sollte ich langsam eigentlich genug kriegen. Ich sollte nur gucken, dass ich jetzt hier noch ein paar Overlords kriege. Und dann Roaches. Jetzt baue ich direkt mal am Anfang Roaches. Gut. Dann bauen wir mal den Bau. Und dann gucken wir mal. Momentan laufen die Basen ja. Das ist schon mal schön. Mich gerade ein bisschen aufs Bauen konzentriert. Okay, Was jetzt ein bisschen doof ist, ich weiß nicht, was die jetzt hier haben, also inwieweit der jetzt schon nach vorne getaggt ist. Das heißt, ich spiele so ein bisschen im Blinden. Aber das muss ich auch rausfinden. Und jetzt baue ich erst einmal eine Evolutionskammer, um zumindest schon mal Updates zu machen. Weil das vergesse ich meistens und das ist natürlich nicht so schön. Und jetzt gerade habe ich immer auf die Overlords geachtet und kaum habe ich ein bisschen produziert, schon vergesse ich es wieder. Ja, natürlich. Natürlich. Und ich muss der dritte Expansion schnappen. Na, das überleben wir, glaube ich. Das könnten wir überleben. Betonung auf könnten. Beziehungsweise auf könnten nicht, weil wir ja verloren haben. So ein Bockmist! Yay! Zweite Niederlage. Immer wenn ich aufnehme. Das ist so dreckig, ne? Jetzt im Ernst, wie soll ich das bitte noch gewinnen? Wie? Wie? Gar nicht. Weil ich scheiße war. Schon wieder. Gott. Töte den Marine. Arsch. Ja, und verliere 80.000 Zerklinge, weil ich zu blöd war, einen Rechtsklick zu machen. Mann. Egal. Bauen wir jetzt 80 Milliarden Banelinge, um einmal noch rein zu rushen und zumindest ein paar Einheiten zu töten. Als Rache für alles. Das war die Rache.
Naja, wir haben wieder verloren. Wer hätte es gedacht? Yay! Guckt euch den Noob an. Naja. Wir sehen uns beim nächsten Mal und bis dahin. Ciao.